Hallo Leute, willkommen zurück beim neuen Projekt von mir. Diesmal ist es ein eher endlos Projekt, das ich über sehr lange Zeit führen werde. Und es ist das Spiel Animal Crossing Wild World auf dem DS. Sogar mit der in der ersten Folge wird es sogar sofort einen Gast geben. Hallo Lukas, Jake, wie geht's dir? Hallo Chris, Rice Let's Play. Geiler Scheiß, nicht wahr? Also die Idee mit Animal Crossing ist schon nice, ne? Ja, also richtig genial. Also ich krieg jetzt auch gerade voll Bock drauf, deswegen freut es mich dabei zu sein. Ja, also auf jeden Fall, du könntest ja auch nebenbei ein Projekt darüber starten. Es kann ja nicht schaden, es ist nicht so schwer zu Let's Playen und so ein Kack, aber egal. Naja, ich bin auf die Idee gekommen, weil meine Freundin hat das Spiel auf der Wii. Und da habe ich mir gedacht, wieso spielst nicht auch mal wieder ein wenig Animal Crossing? Hab in der Ecke rumgeschaut und da lag es so total verstaubt irgendwo in der Ecke. Ich hab's in die Wii reingeschoben, dieses Let's Go to the City. Und mein Gott, es hat Spaß gemacht. Und da kam ich auf die Idee, wieso Let's Play ich nicht einfach die DS-Version und zeige euch, wie ich so Animal Crossing spiele. Naja, gut, genug gelabert, lass mal anfangen. Hello there, you came to play, did you? Sind wir zum Spielen hier? Also, ich werde schauen, dass ich die Sprache in den nächsten Parts auf Deutsch kriege, aber... Kann man das dann nicht einstellen? Nein, leider nicht. Das hat irgendwie etwas... Ach, egal. Die erste Folge auf Englisch. Scheiß drauf. Wir machen einfach... Wir machen nächste... Genau, wir dolmetschen. So. Welcome aboard, sagt der Captain. Jetzt irgendetwas... Sind wir heute der 29. April 2012 und die Uhrzeit... Ja, die stimmt auch. Danke, mein Freund. Ich traue dieser Uhr nicht. Ja, er traut seiner eigenen Uhr nicht. Was für ein Lappen, ey. Wenn man von den Fischen redet, man könnte auf dieser Straße schwimmen in Regen. Na, ist der Regen eher beruhigend oder weißt du, dass es regnet? Hoffentlich wirst du kein hässliches Entlein. Ne? Ach, keine Ahnung, wir nehmen einfach mal, der Regen beruhigt uns. Ist ja auch, ich schlafe irgendwie sowieso besser ein bei Regen. Ich auch irgendwie. Ja, geiler Scheiß, ne? Aber warten wir einen Moment. Irgendwas mit einer schnappenden Schildkröte. Ich hab deinen Namen noch nicht. Wir nennen uns einfach mal Rice. Typisch für mich, Rice. Ja, Rice is it. Ja, unser Name ist Rice. Der Name ist wie ein richtiger Kerl. Bold, fett, muskulin, mannlich. Wie eine richtige Opa-Schildkröte. Anyway, it's a strong name für einen stark looken. Ja, ein starker Name für einen starken Junge. Ja, wir sind ein Junge. Sag mir mal. Wo wirst du denn hingehen? Wie nennen wir unsere Stadt denn? Hast du schon einen Namen parat? Keine Ahnung, Hyrule oder so. Lass mal, nach Terminia. Termina. Ja, das ist geil. Wollte am Anfang irgendwie Honda nehmen, weil das ja meine Lieblingsmotorradmarke ist, aber das wäre irgendwie scheiße. Termina. Confirm. Ja, hahaha. Just a wee joke is what. Termina, right? Ja, ja, keine Ahnung, was der für ein Piratensabber da von sich geht, aber egal, scheiß drauf. Ein altes Seemannsgarn. Ja, ein Seemannsgarn. Ja, wir ziehen dahin. Wir mussten uns nicht irgendwo verdrücken, sondern wir ziehen einfach dahin, weil uns die Gegend geil ist und wir keine Lust hatten, nach Schwanzstadt zu gehen, sondern eher nach Termina. Was mögen wir am meisten in Termina? Den Strand? Das Rathaus, das Shoppingcenter, die Grenze oder das Museum? Würde mal sagen, der Strand, nicht wahr? Strand ist geil. Oh, stopp. Naja, sorry, der kleine Jake hatte eben wieder einen kurzen Leck und die Frage ist, na Jake, was gefällt uns am besten in Termina? Der Strand, das Rathaus, das Shoppingcenter, die Grenze oder das Museum? Der Strand. Na klar, der Strand. Ich mag den Strand wirklich. Jo. Männerlogik. Der Pirat sagt, es sei die Männerlogik, die uns dahin treibt zum Strand. Stimmt ja irgendwie. Haben wir genug Geld dabei? Ja, klar haben wir Geld dabei. Wir sind immerhin der Boss. Ja. So, was zählt er uns noch? Der Termina, wir sind da. Huhuhu, geiler Scheiß. Hoffentlich hast du es richtig geschrieben. Ja, T-E-R-M-I-N-A. Termina. So, ich dachte früher mal, das ist Terminia. Na, da ist Termina, glaube ich. Ist es. Jo. Termina bedeutet ja irgendwie sowas wie also der Termin zum Ende und im Französischen ist es Terminé beenden und ja.
Johoho, mein Lieber. Wir haben Land gesehen. Ja, mein Char sieht sogar geil aus, Junge. Weekend. Yeah. So, sieht ja schon geil aus, unser Char, nicht wahr, Jack? Ja, das ist ein komischer Backen. Ja, alright then. Best of luck to you, Rice. Ja, viel Glück für uns, dass wir uns zurechtfinden werden und glücklich werden hier. Das T-Shirt von unserem Char sieht geil aus. Ich habe, glaube ich, so ein Link-Kostüm auf der Wii. Nicht Das wird schlecht. gut. Deckst du die Tage vorgespult, um zu sehen, wann es da ist. Well, this is Terminas Townshalle. Also wir sind im Rathaus von Termina und wir sind gerade eben hierher gezogen. Oh, meine Gottin! Du musst Rice sein. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Pelli und ich bin die Beraterin des Bürgermeisters hier in der Stadt. Tom Nook war so freundlich, uns zu sagen, dass du kommen wirst, Rice, und hat uns That's what informiert. she said. Nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ja. Ja, der war wirklich gut. Nice one, really good. Ja, egal, scheiß drauf. Tom Nook hat uns ein Haus parat gestellt, das wir dann späterhin abzahlen müssen, und da steht es. Ja. Okay, Rice, ich denke mal, du findest von selbst zurecht. Wir brauchen nur mal kurz die Erklärung mit dem Touchscreen auf der Karte, wie wir dorthin kommen. Ach ja, für die Aufnahme werde ich nur den unteren Bildschirm aufnehmen. Also den Sternenhimmel brauchen wir eh nicht im Spiel, aber bei speziellen Folgen, wo wir das brauchen, werde ich es schon irgendwie anmachen. Es gibt auch so eine Funktion, da kannst du beide Bildschirme aufnehmen. Also nicht so, also du kannst Ja, ich dann, weiß, dass die dann so in der Mitte gespalten werden, aber Nee, im. nee, nee, anders. Du hast ein Bildschirm aufgenommen, das habe ich mal rausgekriegt, und dann hinterher, wenn du dann einen Bildschirm abfilmst, dann kannst du auf irgendeine Taste drücken, kannst du vorher belegen, und dann wechselt der die Bildschirme kurz. Falls du dann was an anderen Bildschirmen zeigen kannst, kannst du dann kurz Leertaste zum Beispiel drücken und das zeigen und dahinter wieder zurück ins Geschehen machen. Geil, das versuche ich dann mal fürs nächste Mal rauszufinden, dann geht das auch. Ach ja, unser Obst hier sind Äpfel. Aus Erfahrung weiß ich, dass man verschiedene Obstsorten in Animal Crossing kriegen kann und es gibt, glaube ich, vier, nicht wahr? Ja, mit Kokosnüssen 5, glaube ich. Ja, mit Aber ich Kokosnüssen weiß noch, 5 ist. für die Startfrucht gibt es 200 Sternis und für andere Gibt's Früchten gibt es 500. 500, ne? Also, ich glaube, das waren Birnen, Orangen, Äpfel und Kirschen, nicht wahr? Und Kokosnuss natürlich. Genau. Na egal, wir schauen uns jetzt mal unser Haus an. Oh, ein blaues Dach, das sieht nice aus. Auch wenn ich blau Jo. nicht so mag. Kannst du ja noch umstreichen. Ah, wir machen hier mal die Kerze an. Oh, Moment, das war der falsche Knopf. Schon Kakerlaken drin? Mal gucken. Nein, keine Kakerlaken drin. Das kommt doch erst, wenn man das Haus total vernachlässigt, nicht wahr? Also wie ich. Oh, Ich muss mal auf schlecht. meiner Wii nachschauen. Die haben bestimmt schon das Haus übernommen. Schlecht, ey. Es ist mehr Kakerlaken im Haus als eigentlich. Als. Ja, scheiß drauf. Ah, da kommt auch schon dieser geldgeile Waschbär Tom Nook. Bäh. Den habe ich immer so gehasst, Ja, Alter. jeder hasst ihn. Der finanziert sich seine neuen Häuser doch nur durch unser Geld, was wir ihm in den Arsch schieben. Ne? Nicht nur das, er finanziert alle. Ich bin mir sicher, er handelt auch mit Drogen. Ja, hallo? Und plötzlich hattest du zwei kleine Kinder. Der hätte bestimmt aus dem Orient gekauft, sie zu Kinderarbeit zu versklaven. Ja, das muss so sein, ey. Als ob der eine Frau hat. Eine Mama Nook gibt's nicht. Ey, weißt du was? Wir nennen Tom Nook einfach Marcel Davis, weil der auch eigentlich Leute verarscht und so. Ja, das tut er. Das könnt ihr mir glauben. Wir hatten selbst 2 Jahre bei 1 und 1. Mein Beileid. Das ist mein tiefstes Beileid. Ja, echt mal, ich hätte die Fritzbox einfach so fest geworfen, da hat mich so aufgeregt. Kranker Scheiß. Also Marcel Davis, Leute, Marcel Davis ist böse, der ist vom Teufel besessen. Er verarscht alte Omas. Er sagt, die Flatrate für 20 Euro und die Omas zahlen dann auf einmal 50 Euro. Also traut dem Bastard einfach nicht. Und hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ja, der Kerl hat uns einfach so das Internet abgeschaltet, obwohl es noch da war. Wir haben eine Fritzbox neu gestartet und plötzlich war es wieder da, obwohl es vorher nicht da war. Und Marcel das war Davis. eigentlich jeden Tag Kranker dieselbe Scheiß. Uhrzeit. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mal nach Deutschland ziehen sollte, ich werde auf jeden Fall nie bei 1 und 1 meinen Internetanschluss nehmen. Nämlich lieber T-Mobile oder sowas. Und ja, hier, Rice, wir haben ein neues Haus. Geiler Scheiß. Dann schauen wir uns das mal an. Der Kerl will uns wieder irgendwie Geld abknüpfen. Was denkst du vom Haus? Sieht's komfortabel aus? Es ist okay.
Ach, du wirst dich früh genug dran gewöhnen, mein Freund. Ja. Mein Name ist Marcel Davis und ich verarsche dich, wo ich nur kann und zieh das Geld aus der Tasche. Und jetzt musst du auch noch arbeiten für mich, weil du ja immer noch zahlen musst für das Haus. Natürlich schenke ich dir nichts, das wäre total scheiße, wenn ich dir was schenken müsse. Und der ganze Spaß wird uns 19.800... Toll, wer sich freut, Sternis. Alter. Ja, da siehst du, wie er sich freut über das Geld, was wir ihm zahlen müssen. Dieser Bastard, ey. Scheiß Marcel Davis. Zumindest ist er so nett und sagt, dass wir dass ihn Raten abzahlen müssen. Naja. Da freut er sich, weil wir immer wieder kommen am Monatsende. Ja, ich kann mir noch was leisten. Ja. Im Spiel sind wir irgendwie so ein Jugendlich, also das ist Kinderarbeit, so was er uns da anstiftet. Anklagen sollte man sagen. Das vorstellen, oder? Das fand ich immer so langweilig. Oh ja, das ist scheiße, dieses ganze Vorstellen und so. Das ist langweiliger, es gibt viel Spannenderes hier zu tun als das. Naja, egal, Kacke. Er rennt zum Laden. Er ist dahin gerannt, also wird der Laden auch wohl hier sein. Gehen wir uns das mal anschauen. Ups, wieder falscher Knopf. Scheißdreck. Wo ist denn der Laden? Nein, hier ist er nicht. Wo ist dieser Kackladen? Bin Laden. Nee. Der Joke war alt und schlecht. Oh ja. Also da ist das Museum, nee, das war dein Haus. Nee, das ist das Museum, das ist recht, das ist das Museum. Oh. Mit der Eule drin. Boah, guck mal, wie ich geil ich da den Boden quietschen kann. Moment. Pennt doch immer ein, oder? Ja, und der hat Angst vor Insekten. Ja, genau, total unnötig. Ja. Aber weiß irgendwie alles drüber. Guck mal, ein Mülleimer vom Rathaus, na, da habe ich schon mal einen Elfenbeinflügel gesehen. Ja? Ja, da sind meistens so Sachen drin, die kannst du dann verkaufen. Geiler Kack. Aber ich glaube, in der allerersten Folge, also im allerersten Tag, wird da noch nichts Großartiges. War bei mir schon mal. Na egal, wir gehen trotzdem erstmal zu Tom Nook. Moment, können wir überhaupt zu Tom Nook gehen? Ist ja eigentlich schon zu spät, nicht? Ach nee, fürs Arbeiten, da hat er noch geöffnet, dieser Sack. Ja, wenn es um Kinderarbeit geht, was er dann aufnehmen kann und sie auf seine Website hochladen kann. Das ist ein richtig schlimmer. Oh ja. Oh, so, also hast du dich entschieden, hier aufzukreuzen und für mich zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen werden schlimm sein. Du wirst nackt arbeiten und du wirst keine Rechte während der Arbeitszeit besitzen. Du musst auch meine Uniform tragen, weil ich der geile Meister Leder bin. Du musst meine Uniform tragen, worin ich den ganzen Tag schon ausgepeitscht wurde. Ah, was für ein perverser Hund, ey. Hier. Das ist ein Fetisch. Bling. Wie sieht das jetzt aus? Sieht es schwul aus? Sieht es scheiße aus? Oh ja, es sieht kacke aus. Am Ende, wenn ich damit fertig bin, habe ich seine eigene Uniform bei ihm verkauft. Wer tut das schon nicht? Ja, dieser Uniform passt dir sehr gut. Darin wirst du viel schwitzen und arbeiten für mich, weil ich Marcel Davis bin und dich ausbeuten werde, wo ich nur kann. Als erstes müsste ich, dass du irgendwo Bäume pflanzt und Blumen irgendwo hinklatschst. Die Blumen werden wir natürlich vor unser Haus klatschen gehen, oder ne, die pflanzen wir einfach irgendwo hin. Den Garten können wir irgendwann später irgendwie uns zurecht machen. Hattest du damals einen Garten? Die Arbeit... Hattest du schon mal einen Garten bei Animal Crossing? Nö, geht das? Ja, das geht. Da kann man sogar so verschiedene Pflanzen züchten, wie zum Beispiel schwarze Rosen, goldene Rosen, pinke Rosen. Cool. Schon geil, was man da machen kann. Ach, wir pflanzen das jetzt einfach hier. Ich finde das am geilsten mit diesen regulären Tageszeiten. Wir pflanzen das einfach hier hin. Ja, hier. Nein, passt das darfst du nicht. Wenn er das rauskriegt, wird er dich bestrafen. Du weißt, was das heißt. Na, egal, dann werde ich eben ausgepeitscht. Dann bist du ihm ausgeliefert. Egal, wir pflanzen hier ein, zwei... Du weißt nicht, was hinter diesen Türen vorgeht nach 22 Uhr. Nach 22 Uhr macht er nicht schon um 9 dicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, der würde schon um 9 dicht machen. Dreht er seine schlimmen Filme. Oh ja, dieser miese Hund. So. Und auch hier machen wir noch einen Baum. Den Bäumchen pflanzen wir dann noch hier hin beim Rathaus. Das gefällt mir so. So muss das sein. Moment. So. Pflanz und Plant. So. So muss das aussehen, damit es Rystyle ist. So, Sigurd. Ja. Naja, aber die Zeit ist auch schon um.
15 Minuten sollten für den ersten Part reichen. Für die nächsten Parts werde ich wohl so 20 Minuten Aufnahmezeit nehmen, weil es viel zu entdecken gibt und viel zu machen gibt in Animal Crossing. Das stimmt. Naja, ich hoffe, du hast dich gefreut, mit dabei zu sein bei diesem neuen Projekt. Und auf jeden. Ich hoffe, wir sehen dich auch in späteren Folgen wieder mit dabei. Und ich hoffe, du auch bei mir. Ja, sowieso. Naja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse unseren Chai nochmal einen Kreis laufen. Geiler Scheiß, nicht wahr, Leute? Bis zum nächsten Mal. Euer Rise Let's Play mit Gast Jake. Jo, ciao. Ciao, ciao.